Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. In der letzten Folge haben wir ja den Artemis, wie soll ich sagen, gerettet. Und jetzt lebt er in einer Simulation weiter. Ich dachte, ich soll mit Null reden. Wieso kommt jetzt eine eingehende Dings vom Apollo? Auf jeden Fall. Muss jetzt erstmal gucken, wo ich dann dahin muss. Und dann hätte ich noch ein kleines Thema, gerade was so virtuelle Realität angeht, ne? Denn wenn der Artemis da jetzt schon drinne hängt, da ist dann auch die Frage, ist der dann bei jeder Anomalie am Start? Kann ich dem dann meine Errungenschaften erzählen und so ein Zeug? Fragen über Fragen. Jetzt gucken wir erstmal, was der Apollo will. Hallo? Apollo? Jetzt fängt der auch schon so an mit diesem Gitzgitz. Empfängst Gitzgitz, du. Der Holo-Terminus zeigt Gitzgitz wieder verfügbar. Dein Signal war Gitzgitz, obwohl du weg warst. Ich bin voll Gitzgitz, Alter. Es tut gut, Apollos Stimme zu hören. Ich habe das Gefühl, schon lange nicht mehr mit ihm gesprochen zu haben. Ja, so ein paar Folgen ist es schon her, ne? Ich weiß zwar nicht, was er jetzt erklärt, aber... Ach so. Okay. Ich versuche, Apollo meine Erfahrung so gut wie möglich zu beschreiben. Das Tor, der seltsame Planet, eine gewaltige Maschine, die karmesinrote Kugel. Und was sagt er dazu? Während ich spreche, merke ich, dass die Erinnerungen selbst instabil sind und ich keinen klaren Gedanken fassen kann. Es ist alles ein dumpfes, schmerzendes Rot. Ja, der Atlas stört wohl. Ich sage Apollo, dass ich glaube, den Atlas selbst gesehen zu haben. Du hast ihn gesehen? Du hast den Atlas getroffen? Diese Spätjes. Die Späten da, weißt du? Die Gek, die Korvax, verehren ihn als Gott. Ich hätte nie gedacht, dass er real ist. Das... Geht's dir gut? Nee. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du mitgemacht hast. Was nehme ich denn? Sagen, dass er nur eine Maschine war? Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich erzähle Apollo von den Dingen, die der Atlas gesagt hat, wie er von Reisenden und Wächtern gesprochen hat, als wären wir Protokolle und keine Lebewesen. Vielleicht hat der Atlas, ist der Atlas ja von den Korvax geschaffen und der ist die Konvergenz. Was wir für ihn sind, wie er mich angeschaut hat. Es fühlte sich so an, als wäre Leben und Tod nur zerbrechliche Träume und keine realen Konzepte. Wie, wenn er nur eine Maschine ist, dann kann er mich schon gar nicht angucken, du. So, und jetzt? Wenigstens hat er dir nichts getan. Und ich glaube, mit dem, was du gerade gesagt hast, lässt sich etwas anfangen. Der Korvax huldigen den Wächtern, weil sie glauben, dass sie diesem Atlas dienen. Wir sollten weitere Nachforschung anstellen. Diese Maschine wird uns zum Nest der Wächter führen. Wir werden im Handumdrehen reich sein. Ah, gibt Wichtigeres. Ich deute an, dass wir uns um wichtigere Dinge sorgen müssen. Der Atlas wirkte feindselig, mit unerklärlichen Motiven und einem unergründbaren Zweck. Ganz zu schweigen von all den Dingen, die seither passiert sind. Ich erzähle Apollo von Artemis Grab und meiner Begegnung mit dem mysteriösen Reisenden Null. Ich deute an, dass es hier um mehr geht als eine Gelegenheit, Units zu verdienen. Artemis ist tot? Ich weiß nicht. Nee, ist er nicht. Der hockt da in dieser Murmel drinne. Wie, wer sollte... Ich weiß nicht. Was? Ich weiß, dass ich mich über ihn lustig gemacht habe, aber das war einfach. Er hat sich Sorgen gemacht, er hat geglaubt und ich... Was ist mit ihm passiert? Wo hast du Artemis begraben? Ich möchte mich verabschieden, wenn ich kann.
Ich labere ihn mit meiner Entscheidung voll. Ich sage Apollo, dass Null mir von einer Möglichkeit erzählt hat, Artemis zu retten. Anfangs ist Apollo bei dem Gedanken, Artemis zu treffen, aufgeregt. Aber ich erkläre ihm, was ich getan habe. Ich erzähle ihm, dass Artemis' Seele in einer Simulation weiterlebt und diese nicht verlassen kann. Warum soll ich denn jetzt fragen, ob meine Entscheidung richtig war? Egal. Es dauert lange, bis Apollo widerspricht. Hat er alles durchgerechnet oder was? Wird er glücklich sein? Sagen, dass du das hoffst, sagen, dass du es nicht weißt. Ich hoffe es eigentlich, aber wissen tue ich es nicht. Das ist eine doofe Entscheidungsmöglichkeit. Ganz ehrlich. Du hast das Richtige getan. Du hast es versucht. Du hast auch immer... was? Was du auch immer... Du gerade fühlst. Du sollst wissen, dass du ein guter Freund bist. Was solltest du da? Was auch immer du gerade fühlst, hätte ich jetzt geschrieben, aber... Ich muss durch das Portal gehen und zu dir kommen. So viel ist sicher. Wir müssen nur die richtige Glyphenabfolge, die richtige Adresse für deine Welt finden. Finde den Monolithen, suche in den Daten nach Mustern. Diese Dinger sind Maschinen und wir müssen nur ihren Code verstehen. Okay, tschüss. So. Und wie rede ich jetzt mit Null? Achso, ich muss scannen. Alles klar. Ach ne, schon wieder dieses Leylinien-Zeug da. Wo ist er denn? Ah ja, ich glaube, das ist dieser Planet. Achso. Gib mal ein bisschen Gas hier. Immer noch? Okay. Gib mal ein bisschen Boost hier. So, klappt's jetzt? Perfekt. 6 Sekunden. Das langt eh nicht. Jetzt sind es wieder fast eine Minute. Hä? Impulsantrieb offline, nicht genug Treibstoff. Oder wie jetzt? Das müsste doch eigentlich stehen hier, planetare Störung oder so. Hab ich noch? Hab ich nicht. Okay. Na dann. Warte. Das ist irgendwie doof, durch die Atmosphäre zu eiern. Naja. Ich soll hier Eisen sammeln. Mach ich aber nicht. So. Komm mal an hier. Damit ich hier was quatschen kann. Außer Zeug nachzulesen. Jaja, Planetenernährung, du Gagatop. Als ob ich da nicht schon 15 Mal gewesen wäre. Und 10 Kilometer weit entfernt gelandet wäre. Was? Der ist jetzt aber hoppla hopp hier ausgestiegen, hey. Aha, das ist aber mal ein komischer Monolith. Der sieht irgendwie anders aus. Wissensstein. So, erstmal hier die Wörter. Das Fikenwort für Wächter, habe ich das nicht schon? Ah ja, segnen. Als ob die Fiken segnen benutzen würden als Wort. Kennen die das überhaupt? Da gehe ich gleich mal rein. Aha, verlassen. Achso, der große Dinger da ist. Detritum, das kriege ich nicht kaputt. Aber das hier kriege ich kaputt. Kann ich schon mal sammeln hier für meinen Impulsantrieb.
Mist. 29. Ja. Langt vielleicht. Gerade so. Und was ist hier? Kann ich da rein? Ah. Was ist denn das? Ich wollte da jetzt rein. Und gucken. Okay. Ich kann da reinglotzen, aber da ist nichts. Ist einfach nur Style hier oder was? Öse. Hier. So, gucken wir mal, was das Ding dort zu erzählen hat. Anomalie, 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 Anomalie. Wow. Abwechslungsreich. Wie ein Schlagersong von Helene Fischer. Ich sehe den Stein des Monolithen, sein unveränderliches, mattes Silber. Und doch lauert etwas darunter. Er ist grau, aber nicht grau. Und tief unter seiner Oberfläche ist ein blutroter Schimmer zu erkennen. Welch? Er ist grau, aber nicht grau. Egal, gib mir das Portal. Mhm. Okay, muss ich da jetzt reingehen, oder was? Ach so. Ach so, jetzt ist hier, ne? Okay, wieder zurück zum Schiff. So. Was haben wir denn da? Wie lange braucht es? Okay. Plutonium muss ich auch bald wieder sammeln, weil ich schon wieder nur noch 27% in der Startschubdüse habe. Zu lang. Parabeln wir. Hoffentlich ohne Zwischenfall. Ah, 3 Minuten. Das klingt doch schon mal besser als 30. Na gut, dann gucken wir mal. Was könnte ich denn so... Oder was heißt, was könnte ich... Ich kann ja jetzt halt hier über das Thema reden. Virtuelle Realität. Ich habe nämlich mal so ein bisschen Werbung geguckt und muss ja ganz ehrlich sagen, so bei diesen ganzen in Anführungszeichen Kindersendern, das meiste Spielzeug, das es da gibt, ist irgendwie am Leuchten oder im Dunkeln leuchtend oder es hat irgendwelche Glitzerdinger und Tasten, wo man drauf drücken kann, bis auf Lego. Wobei ich beim Lego irgendwie denke, dieser riesen Schaufelradbagger. Wenn ich jetzt so 9 Jahre alt wäre und würde das Ding zusammenbauen, das erste, was ich machen würde, ist, ich würde das Teil mit den Sandkasten nehmen und damit versuchen zu baggern. Hält das Ding das aus? Ich glaube nicht. Das andere ist, ich habe da irgendwie so ein komisches Teil gesehen, deswegen komme ich jetzt auf virtuelle Realität. Das ist so ein komisches Alien-Spiel, wo man dann so eine Brille auf hat und dann tauchen da diese Aliens auf. Es ist eine ziemlich einfache virtuelle Realität. Ich bin immer noch der Meinung, dass es gescheiter wäre, zum Beispiel so ein Oculus Rift oder das Samsung Galaxy Ding oder von der PlayStation das Teil zu nehmen und da so ein... ja, so ein Yu-Gi-Oh! Go, sozusagen, so wie Pokémon Go, nur halt mit Yu-Gi-Oh! Rauszuhauen. Wo man dann zwar die Umgebung sieht, aber dann halt diese Viecher. Ich fände das sowas von cool. Ich habe das zwar schon mal gesagt und würde es auch immer wieder sagen, aber mich würde das echt mal interessieren,
was ihr davon haltet und ob mir mal einer so einen Erfahrungsbericht von diesen virtuellen Realitäten-Dingern geben kann. Weil irgendwie 3D, meine Glotze kann 3D, die kann dafür zwar kein 4K, aber und das normale 3D, das kenne ich schon, nur das virtuelle Realität, da weiß ich noch nicht. Vor allem kostet es halt auch viel. Das ist halt mal so ein Kontrapunkt, sag ich mal, bei mir. Einen Haufen Kohle rauszuhauen für so ein Ding, was ich, keine Ahnung, bei was ich das benutzen soll. Gut, bei PlayStation Plus war jetzt halt auch ein Virtual Reality Spiel drinne. Und was ich auch gesehen habe, Senran Kagura Peach Beach Splash. Ha, ich kann es besser als Daidoji. Peach Beach Splash kann man jetzt, verdammt, kann man jetzt auch hier mit virtuellen Reality Brille spielen. Seit dem letzten Update. Leid dem letzten Update. Leider leid dem letzten Update. Weil das ist nämlich auch auf 4K ausgelegt und jetzt kann man es auch in VR spielen. Um das mal abzukürzen, weil Virtual Reality ist nämlich auch immer so ein komisches Zungenbrecherwort bei mir. Weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall ist das halt echt so. Ich weiß nicht, ob sich das für mich lohnt. Brauche ich das? Muss ich das haben? Das bereitet mir schlaflose Nächte. Das ist leicht unusual. Gut. Auf jeden Fall wäre das mal geil, so ein paar Kommentare, ob sich das dann lohnt für, was weiß ich, ein oder zwei Spiele. Oder so. Ein 400 € teures Gerät sich zu holen. Weil irgendwie ja nicht. Jetzt gucken wir mal. Was sagt denn hier das Portal? Irgendwie sieht es aus wie bei Stargate. Ich habe nur keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Warte. Glyphen aufladen, um das Portal zu aktivieren. Ach, du Scheiße. Hey, ich will nur wieder zurück. Ich will nur wissen, was ich da. Silikat. Habe ich nicht. Hallo? Komme ich aus dem. Alter, wenn ich so einen Scheiß ausgewählt habe, dann kann ich es nicht mehr wegmachen, außer ich gehe ganz aus dem Ding da raus. Was soll denn das? Ah, ich muss das gar nicht volle Pulle hier aufladen, oder was? Ich muss nur ein bisschen, dass das da Energie hat, oder was? Das wird ja lustig. Silikat. Also Titan und was weiß ich was alles. Alter Schlappe. Ja, dass da mein Ziel ist, weiß ich schon. Ich muss nur gucken, dass ich hier. Was ist das? Ich sammle es einfach mal ein, es ist lila. Ich weiß nicht mehr. Ah, Gamma-Wurzeln sind das, glaube ich. Kann dort sein. Ich sollte gleich mal zum Schiff zurück, weil irgendwie mein Strahleschutz. Das sage ich doch. So. Wenn das schon mal hier in der Nähe ist, ne? Weil ich habe ja nicht mehr viel. Durch das ganze Gebastel jetzt hat hier.
für diesen Gedankenbogen und überhaupt. So, da ist das Zinn, da ist noch so ein Gamma-Wurzel, aber das ist mir egal. Mal gucken, ob ich das Zinn benutzen kann. Von mir aus auch Zink. Denn es ist gelb. Ob ich das allerdings mit dem Eisen zusammen in ein so ein Ding packen kann, keine Ahnung. So, zeig mal her. Ha! Warte mal, hab ich noch so ein Ding? Sehr gut. Das bedeutet, ich muss zum Glück nicht irgendwie 50 verschiedene Materialien sammeln. Das, was ich sammeln muss, langt aber auch schon. Mal gucken, ist da noch was drin? Sehr schön. Boah, geil, nichts. Und eine Suspensionsflüssigkeit. Hm. Ja, das wird ja lustig hier. Hier. Warte. Ich weiß, Tamium ist wichtig, aber ganz ehrlich, ich habe auch nicht mal eine Ahnung, ob ich hier alle aufladen muss. So. Dann fehlt mir jetzt halt nur noch Silikat und Oxid. Und dann kann ich durch das Stargate gehen. Wo auch immer mich das dann hinführen wird. Vielleicht zu Apollo. Was mit der Null ist, habe ich jetzt keine Ahnung. Da stand zwar am Anfang, ich soll mit dem schwätzen, aber irgendwie kam es nicht dazu. Warum auch immer. Der Apollo hat mich vorher abgefangen. Kann ja aber nichts dafür. Und in der nächsten Folge gehen wir dann hin und sammeln wieder Zeug. Und dann geht's ab. Ich weiß bloß nicht, was ich dann in dieser anderen Welt dann tun soll. Schauen wir mal. Allahopp. Bis dann.